Thema Energiepolitik. Wir haben gesagt, die Energiewende ist Wahnsinn. Man kann nicht gleichzeitig aus Kohle und Kernkraft aussteigen. Gleichzeitig dann auch noch aus Gas auszusteigen, war zu dem Zeitpunkt selbstverständlich überhaupt nicht im Gespräch. Aber da sind wir ja jetzt auch noch dabei. Also aus Kernkraft, Kohle und Gas auszusteigen, das ist einfach irre. Das zerstört unsere Industrie und bringt mal für den Klimaschutz so gar nichts. Die etablierten Parteien und die Mainstream-Presse haben uns als Klimaleugner beschimpft. Wir brauchen keine Kernkraft und keine Kohle. Mit Windrädern und Sonne retten wir das Klima und außerdem erzeugen wir auch genug Strom. Klammer auf. Wenn Sie sich ein Wort heute merken wollen, um das nachzuschlagen, dann sei es das Wort Energy Charts. Das googeln Sie mal. Da gibt es die Energy Charts im Internet. Wunderbar. Jede Stunde können Sie sehen, wie viel Energie produzieren wir gerade mit Wind und mit Sonne und mit Gas und mit Öl und mit Solar natürlich und allen weiteren Energieträgern. Und da können Sie ganz genau sehen, was gerade los ist. In der Tat, im Moment haben wir kein Windproblem. Ich glaube, das kann man so sagen, oder? Ich komme gerade aus Schleswig-Holstein. Ich dachte, wir schaffen es nicht hierher. Wir produzieren im Moment viel zu viel Strom. Viel zu viel Strom. Viel mehr, als wir verbrauchen können. Den müssen wir dann exportieren. Wir bezahlen dann den Abnehmerländern Geld dafür, dass die unseren vielen Windstrom jetzt kaufen, um dann zum Beispiel in Österreich Wasser die Berge hochzupumpen, um dann, wenn bei uns kein Wind mehr weht und wir zu wenig Strom haben, das Wasser wieder runterzulassen, damit Energie zu erzeugen, den die uns dann wieder verkaufen. Ehrlicherweise, da muss man sich die Frage stellen, wer ist hier eigentlich bescheuert? Das sind ja nicht die Österreicher. Also, die Realität sieht so aus, wir haben die höchsten Energiepreise der Welt. Die energieintensiven Unternehmen zuerst und die etwas weniger energieintensiven Unternehmen danach verlassen Deutschland, haben Deutschland schon verlassen oder ihnen droht das aus. Und wir sind bislang durch diesen Winter nur gekommen, weil wir noch 3 Kernkraftwerke am Netz gelassen haben, gegen großen Widerstand der Grünen. Und aber der grüne Umwelt- bzw. Wirtschafts- und Energieminister hat 14 Kohle- und Ölkraftwerke wieder in Betrieb genommen, um das Netz zu stabilisieren. Ich sagte vorhin schon, der Habeck ist auch deswegen ganz nah dran, am Klimawandelleugner zu sein, weil er so irrsinnig war, die Energieversorgung wieder sicherzustellen. Natürlich verpasst Deutschland die selbst gesteckten Klimaziele. Damit haben wir hier oben im Saal, auf jeden Fall denke ich, die meisten weniger Probleme als die, die eine Etage passenderweise unter uns tagen, nämlich die Grünen. Aber sei es drum. In dem Zusammenhang eine Zahl: Der Zuwachs des CO2 global, nicht die absolute Menge, sondern nur der Zuwachs von 2021 auf 2022, ist 3-mal so groß wie der gesamte CO2-Ausstoß von Deutschland. Das ist ein weiterer Beleg dafür, wie unglaublich kernbehindert das ist, was wir hier an Energiepolitik machen. Ich will das eigentlich nicht weiter kommentieren. Am Ende benutze ich Worte, die man nicht zitieren kann.